Mehr Fläche, mehr Leistung, mehr Wert. Drei gute Gründe, sich für den neuen Aufsattelpflug Diamant von Lemken zu entscheiden. Ihn haben die Pflugspezialisten in Alpen nun wegweisend verbessert. Duramax, Traktionsverstärker und verbessertes Drehwerk sind die neuen Hauptfeatures. Beim Diamant 12 natürlich serienmäßig. Zusätzlich ausgestattet mit hydraulischer Schnittbreitenverstellung und der Steinsicherung Hydromatik wird der Diamant zum perfekten Aufsattelpflug für alle Schlag- und Bodenverhältnisse. Zwei Baureihen sind im Programm. Der größere Diamant 12 wird mit bis zu 9 Scharen geliefert, hat einen geregelten Traktionsverstärker und ein vollautomatisches Drehwerk mit Turn Control für das automatische Vorgewendemanagement. Der kleinere Diamant 11 ist ebenfalls maximal 9-furchig, die Neigungseinstellung erfolgt mechanisch, den ungeregelten Traktionsverstärker gibt es auf Wunsch. Einen Pflug perfekt zu ziehen, kann ein Traktor nicht alleine leisten. Idealerweise wird der Traktor aktiv durch den Pflug unterstützt, so wie beim Lemken Diamant. Durch den geregelten Traktionsverstärker wird ein Teil des Pfluggewichts auf die Hinterradachse verlagert. Das verringert den Schlupf, die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht sich und alles bei reduziertem Kraftstoffverbrauch und weniger Reifenverschleiß. Erst jetzt wird die Leistungsstärke des Traktors optimal in Zugenergie verwandelt. Beim Pflügen wird das Hinterrad in der Furche deutlich mehr belastet als das Rad auf dem ungepflügten. Genau diese Seite erhält aber durch den Traktionsverstärker mehr Druck, wodurch die Belastung der Hinterradachse ausgeglichen wird. Gut für den Traktor und das Fahrverhalten. Hebt die Hydraulik des Aufsattelrads den Flugrahmen an, reduziert der geregelte Traktionsverstärker automatisch den Druck. Die Hinterradachse des Traktors wird entlastet. Sobald der Einschlagwinkel zwischen Traktor und Pflug größer ist als 60 Grad, wird sofort der gesamte Druck herausgenommen. In einem Schwung bewegt sich der Diamant 12 schnell und wendig über das Vorgewende. Kein Vor- und Zurücksetzen. Das erhöht die Standsicherheit des Gespanns, vor allem in Hanglagen. Neu beim Diamant 12 ist die elektrohydraulische Neigungseinstellung. Direkt vom Traktor aus wird die Pflugneigung justiert und abgespeichert. Die beiden doppelt wirkenden Zylinder des Drehwerks halten den Pflug exakt in der voreingestellten Position. Mechanische Drehwinkelanschläge sind nicht mehr nötig. Saatfurche oder Winterfurche? Feuchter oder trockener Boden? Lehm oder Sand? Richtig effizient wird der Diamant erst als Diamant V mit der hydraulischen Arbeitsbreitenverstellung. Denn für die Arbeitsqualität beim Pflügen ist das Verhältnis von Arbeitstiefe und Schnittbreite entscheidend. Je nach Boden, Witterung und Aufgabe wird die Schnittbreite neu definiert. Mit der Vari-Technik bleibt man jederzeit flexibel. Zwischen 30 und 55 cm ist beim neuen Diamant V alles möglich. Bei welcher Arbeitsbreite ist es feinkrümelig oder grobschollig genug? Beim Diamant V bleibt genug Spielraum zum Testen. Beim Keilpflügen, Auspflügen von Vorgewänden und Ausweichen vor Hindernissen ist die Vari-Technik ohnehin unschlagbar. Wird es mit dem Tagespensum innerhalb des Zeitfensters knapp? Allein durch die Erhöhung der Arbeitsbreite von 40 auf 50 cm lässt sich die Flächenleistung auf Knopfdruck um 25% steigern. Voll bestückt mit 9 Scharen liegt die maximale Arbeitsbreite bei etwa 5 Metern. Legt sich der Traktor nun mit 8 Stundenkilometern ins Zeug, sind 25 Hektar pro Tag kein Problem. Beide Baureihen des Diamant sind serienmäßig mit konkurrenzlos verschleißarmen Duramax-Pflugkörpern ausgestattet. Da sie ohne Bohrungen, Stanzungen oder Ansenkungen auskommen, können härtere Stahlqualitäten verarbeitet werden. Fixiert werden die Streifen, Streichbleche und Streichblechkanten ohne Schrauben durch bloßes Einhaken auf einem Träger. Das geschieht werkzeuglos und mehr als doppelt so schnell wie bei geschraubten Körpern. Der härtere Feinkornstahl
verleiht den Duramax-Verschleißteilen eine mehr als 75% höhere Flächenleistung, wie die Fachhochschule Kiel nachgewiesen hat. Durch die längeren Standzeiten werden natürlich auch die Wechselintervalle weniger. So können sich die Landwirte auf das Kerngeschäft, die Feldarbeit, konzentrieren. Auch die Düngereinleger sind neu. Ohne Werkzeug werden sie schnell in der Höhe über Flachhalm und Bolzen verstellt. Aber das ist nicht alles. Der Wurfwinkel des Düngereinlegers kann, genauso schnell und einfach, über einen Keil verändert werden. Zweifach, jeweils um 6 Grad. Mit der automatischen Steinsicherung Hydromatik können die Pflugkörper bis zu 38 cm nach oben und 20 cm zur Seite ausweichen. Die Auslösekräfte lassen sich auch während der Fahrt bequem vom Traktorsitz aus anpassen. Mit der Weiterentwicklung des Aufsattelpflugs Diamant ist den Entwicklern von Lemken ein entscheidender Schritt nach vorne gelungen. Materialien höchster Güte, perfekte Verarbeitung und ein bis ins Detail verfeinertes Pflugkonzept machen den Diamant für Jahrzehnte zu einem zuverlässigen Begleiter, selbst unter härtesten landwirtschaftlichen Bedingungen. Ein perfekt bearbeitetes Bodenvolumen bei höchster Flächenleistung und vergleichslosen Standzeiten. Das leistet der Lemken Diamant. Eine sichere Investition in die unternehmerische Zukunft, die einen wirklich ruhig schlafen lässt.